Hey, was ist das? Hallo, hörst du das nicht? Das ist ein Wizard gespawnt, ja, das Junge! Ist ein Wizard. Oh mein Gott, der ist bei mir im Haus! Ey, mein ganzes Equipment ist gone! Du darfst erst 2020 wieder spielen, das wird. So, rein hier. Wen haben wir hier? Gott, Lym und Matra, Alter. Hallo? Hallo! Alter! Was geht denn jetzt? Matra, wo bist du? Ich bin farmen gerade. Komm zu mir, mein Schatz. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja. Eine Überraschung? Du brauchst doch noch Glowstone, ne? Nein. Matra, Max, ich brauche eure Hilfe, maybe jetzt. Ich brauche jetzt maybe eure Hilfe. Ich habe im Chat ein bisschen was gelesen. Es könnte sein, dass jetzt hier, Matra, es geht auch um dein Haus. Angeblich ist hier überall TNT. Nein, doch. Und wir müssen gucken, dass wir das jetzt irgendwie machen. Wieso das denn? Wir sind doch ja hier so fleißig. Ich weiß, Patrick wieder, ne? Patrick ist zurück. Der hat jetzt genug Weihnachten gefeiert, Max. Das ist doch nicht christlich jetzt. Geil, Max, ich hab dich vermisst. Muss ich ehrlich sagen, ich hab dich ein bisschen vermisst. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hab dich auch vermisst. Zwischenzeitlich nicht, aber jetzt, wo du wieder da bist, erfahre ich erst im Nachhinein. Weißt du, kennst du das? Nö. Nee, gut. Tschüss. Hä? Jemand hat meine Ender-Chest gestealt. Hallo? Das geht nicht. Doch. Oh Mann, ich brauche meine Enderkiste zurück. Ich kann dir eine platzieren, ich habe immer eine dabei, weil ich extrem gut vorbereitet bin, dauerhaft. Da, komm mal, da kommst du zu mir? Pass auf, Digga, hier ist ein Geschenk für mich. Selbstschuld. LOL! LOL! Okay, Matra. Hä? Wo? 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 Hey, was ist das? Hallo, oh, hörst du das nicht? Das ist ein Wizard gespawnt, ja, das Junge! Ist ein Wizard. Oh, hier? Das brauche ich auch. Alter, oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist bei mir im Haus! Der ist bei mir im Haus! Ja. Wo ist mein Haus? Der macht all deine Kisten kaputt. Kumatra! Was ist da mit deinen Kisten? All deine... Das war's mit all deinen Kisten. Junge. Ich überlebe das halt auch nicht. Kumatra, ich bin gleich down. Ja, ich überlebe das auch nicht. Da war ich gar nicht vorbereitet. Zieh meine Rüstung an. Hol dir Dreizack raus. Aber nicht mehr lange, Alter. Oh mein Gott, der macht dir alles kaputt! Ich bin auch übel stuck. Also ich bin ganz voll stuck. Ich bin down, Mann! Was, Digga, was? Kumatra, schaffst du? Ich hab ihn gleich. Ja, ich hab ihn. Ja, jawohl. Oh mein Gott, mein ganzes Equipment ist weg? Keine Sorge, ich komme gleich, Revi. Nein, Digga. Nein, aber wo ist der Witherstar? Der ist wichtig. Das hat sich ey, mein ganzes Equipment ist gone? Nein, Junge. Oh mein Gott, sag mir bitte, dass es noch hier ist. Bin da. Max, du bist deutlich zu spät. Let's go, lass uns kämpfen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ich gehe wieder. Hä, ich hatte einen Toten auf Undying und sowas auch. Nein, nicht meine... Meine Rüstung liegt hier noch. Oh mein Gott, das ist alles in die Luft geflogen. Alter, ey, ich bin doch so ein behinderter Bot, Alter. Es ist ja alles weg eigentlich quasi. Ah, die Kiste hat den Kopf draufgeschoben oder was? Hä? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Es ist ja alles in die Luft geflogen hier. Du hast ja alles verloren quasi. Richtig. Och, Alter, wie unnötig, Mann. Digga, das muss doch nicht sein. So. Ey, das sind ja 4000 Kisten, die weg sind jetzt hier gefühlt. Du hast ja gefühlt alles verloren. Ja, was heißt ein paar neue Kisten machen? Der hat seine Stuff verloren. Och, Bro, Alter, das kann doch nicht sein, Digga. Ich bin 6 Tage weg von Craft Attack. Komm wieder. Kommst du und wieder? Bei dir im Haus spawnt ein Wizard oder was? Ja. Mann, ich habe auch nicht richtig gelesen, ich Bot. Ich habe auch nicht richtig gelesen, was er geschrieben hat, Mann. Ich habe nur gesehen, ja, pass auf, fall in deinem Haus und sowas. Und da steht jetzt selbst schuld oder was hat er da auf den Zettel geschrieben? Ja, ich weiß, dass es Patrick war, Alter. Ey. Das so einmal. Ey, nicht cool, Mann. Da ist ja echt einiges flöten gegangen, ne? Ach, Junge, Digga, was soll denn das? Da fehlt echt eine ganze Menge. Ich kann so froh sein, dass der Wizard nicht nochmal draufgeschossen hat, wo meine Sachen lagen, wo ich gestorben bin. Oh mein Gott, Matra, ich wäre ohne dich so lost gewesen, ne? Danke, Matra, dass du ihn gerettet hast. Nein, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, Matra hat mir den Arsch gerettet, Alter. Ehrenromatra. Ich bin auch gekommen, aber ich war irgendwie zu spät. Ja, ich kam einfach ein bisschen zu spät, aber immerhin kam ich noch. Ja, was machen wir jetzt, Alter? Wer war das denn? Ja, Patrick, wer sonst? Stimmt, hast du recht. Ja, was machen wir jetzt? Ey, das kann doch nicht sein. Das hat er doch niemals selber gebaut, Alter. Ey, meine ganzen Öfen, Digga, die waren doch vollstack mit, nein, Materialien, Alter. Ey, wir können so froh sein, dass der da unten nicht rausgekommen ist, ne? Ja, aber der hat da unten schon ziemlich viel kaputt gemacht. Das darfst du auch nicht unterschätzen, ne? Digga, Mann. Nee, Digga. Wir bräuchten dringend einen Wizard Star. Ja, wo ist der Wizard Star eigentlich? Ich hab ihn nicht im Inventar. Weil Petra hat gerade Danke für den Stern gesagt. Hat Petra den Wizard Star? Wie hat er den bekommen? Wie hat er den Wizard Star bekommen? Ey, Digga. Ja, Junge, was ist denn das für ein Minus-Move schon wieder gewesen? Alter, ich bin ein Raubtier. Okay. Es regnet. Bei Regen wäre ich zum Raubtier mit meinem mega krassen Dreizack. Was machen wir jetzt, Alter? Alles aus meinem Lager ist weg. Ja, Digga, tut mir leid. Ich muss mich jetzt rächen, Alter. Das geht nicht anders. Was mache ich jetzt? Revi ist zu laut. Analyse starten. Patrick ist bei mir. Wir müssen ihn spawn trappen, sieh? Okay. Komm, Stärke-Trank, Matra. Ich bin. Bist du noch oben bei dir in der Villa? Er hat mich gleich. Matra, schnell! Matra!
Mann, wo soll Digga, Umatra! Du bist der Einzige, der von uns dreien das Spiel kann. Umatra! Oh mein Gott, ja, Revi, hörst du mich? Umatra wird kranker, der gesagt von 6. Komm mal her jetzt, Mann! Umatra! Umatra! Ich bin super low, ne? Wie viel HP hast du noch, Umatra? Pass auf, die Schlaftablette gleich greift an. Deine Spezialfähigkeit ist im. Er hat Goldapfel gegessen, Umatra, vorsichtig! Ja, ja, ich hab. Und husten und gähnen. Wow, Umatra. Alter, nicht, dass du jetzt zu Tode gähnst und eine Erkältung hast, ne? Umatra, bist. Umatra, geh off, du schadest gerade deiner Gesundheit, Junge. Total, ich ja, bin gleich tot, ich überlebe das nicht. Ja, ich weiß. Wie viel Goldäpfel hat er denn? Einfach über du. Guck dir diesen Bastard doch mal an, Alter! Dieser. Möglichst. Die Missgeburt. Alter. Nee, Digga, kotz mich an, sowas. Ich weiß auch nicht, warum du Umatra als deinen Verbündeten dazu holst. Der Typ ist eine wandelnde Schlaftablette. Der Typ hat einen Puls von 60 gerade. Das ist überhaupt ein Wunder, dass der Typ noch auf seinem Stuhl sitzt. Der wird krank. Der hat seit 36 Stunden ziemlich richtig überstanden. Ich muss mich kurz heilen. Guck, heilen sagt er. Er sagt, er muss sich kurz heilen. Digga, Mann, ich hab meine komplette Equipment verloren! Digga, es ist so krank, ne? Er wird so mitten in der Nacht von seiner Mutter am Kühlschrank erwischt und sagt, ich muss mich kurz heilen und äxt 5 Flaschen Weg Medi-Night und hat dann einen Puls von 40. Was laberst du eigentlich, Max, Junge? Was talkst du da? Ja, Matra hat den 36 Stunden ziemlich so gut überlebt. Ja, dieser Mann, dieser dumme Ist das lächerlich, Mann. Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ich mach jetzt gleich den Stream aus. Ich geh jetzt, Digga, wenn ich jetzt einmal sterbe. Okay, Digga, ich bin off. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Stopp, ja, Digga, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Lass dir doch von... Was für ein Mistkörper, Alter. Kämpfern helfen, wie zum Beispiel Romatra. Dann piss dich aus meinem Haus, Alter. Du Mistgeburt. Hey, mein komplettes Equipment, Alter. Ich hab jetzt nichts mehr, Mann, Digga. Ich hab gar nichts mehr, Alter. Ich hab nichts mehr. Ich bin komplett lost. Ich hab keinerlei Items, gar nichts mehr. Er hat alles weggenommen. Du kannst Antrag stellen auf weitere Bannung. Ich mach meinen Stream aus, Alter, wirklich. Ich kann ja. Digga, was soll ich jetzt machen, Mann? Was soll ich machen? Sag's mir. Digga, ich hab mein komplettes. Alles, was ich an Equipment habe, ist weg. Alles. Romatra, hast du Teile von meinem Equipment aufgesammelt? Nein, glaube nicht. Ja, GG's, Junge. Digga, ich lad mir jetzt ein Hackline runter. Ich kenne das, wenn man nichts mehr hat und alles verliert. Und Revi, was gab's bei dir Weihnachten zu essen? Mann, Alter, halt's Maul, Max, wirklich. Alter, ich hab ihn. Nein, ist er gestorben. Junge, ich hab all seine. Alter. Was ein Pisser, Alter. Das hat halt jetzt also, Revi, machst du noch weiter? Darf ich dich zum Squad-Stream einladen? Ja, warte. Er hat nichts. Er rennt Mitte vom Nether. Wo ist er denn? Mitte vom Nether. Da, du siehst ihn. Du musst ihn sehen. Töt ihn. Hab ihn. Der hat nichts. Geil. Nice one. Dann komm jetzt schnell her und nimm all sein Zeug. Wo schnell, denn? Wohin, Romatra? Das müsst ihr aufhalten. Komm hier! Ah! Nimm mal hier das hier, das hier, das hier und das hier und das hier. Ihr zwei labert so viel Scheiße einfach. Oh, deine Sachen? Wir kippen die Sachen von ihm, natürlich. Oh. Natürlich, er hat deine explodiert, das dann behalten. Wir kippen die und können uns damit halt... Ey, ich schwöre, wir werden ihn wegbomben lassen, Alter. Wir machen ihn völlig kaputt. Ich schwöre, Leute, damit ging er zu weit. Digga, ich bin so lange weg gewesen, dann kommt er mit so einem Move. Ich bin für eine Woche Bann. Real Talk. Ich bin für eine Woche Bann, damit er kein Geld mehr hat. Oh mein Gott, ich auch. Damit er kein Geld mehr verdient. Muss er erstmal ausziehen. Damit eine Woche Bann, damit sein Mietvertrag gekündigt wird. Mietvertrag kündigen. Ey, das ist aber auch ein Assi-Move, das im Lager gemacht zu haben, ne? Das ist ja schon fast Kern-Assi. Ja, moin. Ist wieder moin. Krieg aus oder was? Bro, Fabo, wir fahren jetzt Petrit bis zum bitteren Ende ab. Wir werden jetzt den kompletten Stream darauf verwenden, dass der keinen Spaß mehr hat, dass der von alleine quittet. Ja, der hat doch aber so einen Vertrag-Dingsbums-mäßig mit dir gemacht, oder? Ja, der hat gerade mein ganzes Lager gesprengt. Mein Haus ist eine komplette Ruine, Alter. Hier steht nichts mehr. Was war das denn für ein Vertrag, Alter? Wurde aber ganz schön abgezogen. Ey, ganz ehrlich, Mann, das ging einfach jetzt zu weit wieder, finde ich. Also, ey, Spark, ich hab keinen Bock mehr. Mein ganzes Haus wurde Petrit war bei einem zu krass. Wizard-Angriff. Dings will auf. Revi möchte aufhören. Spark. Petrit hat dann schon. Fünf Dinge Tage habe ich nicht mehr gestreamt. Ganz Lagersystem von mir kaputt. Alles kaputt. Alles im Lager kaputt und weg. Ja, Spark. Konsequenzen weiß, was jetzt? Tja, also erstmal alleine habe ich das nicht zu entscheiden, da muss ich Early noch fragen. B, ich weiß halt auch immer nie, ob ihr vor euch was abgesprochen habt oder nicht, deswegen kann ich da halt schlecht sagen, nee, mach das mal lieber nicht vorher. Oh, tja, was soll ich machen, Spark? Wir haben keine Fälle. Du bist Spark, ich bin Revi. Wir haben dafür keine genaue Agenda eigentlich. Das Problem ist halt, früher ist das nie so krass gewesen. Ne? Und dann müssen wir vielleicht für nächstes Jahr uns vorher was überlegen, wenn solche Sachen passieren. Ne? Finde, wir halt sollten jetzt einfach Rotpilz komplette Base griefen. Ich finde, immer da, wo er sich hinstellt, zerstören wir alles um ihn herum. Nein, weil das Ding ist, dass Rotpilz nämlich die ganze Zeit zulässt, dass er sich bei ihm wieder neu ausstattet.
Und das ist Zusammenarbeit mit Terroristen. Das ist Verrat, Punkt. Womit fangen wir an? Ist es denn safe? Ist es denn safe, dass er bei Rotpilz ist? Oder ja, er stattet ja, ja, sich immer wieder aus, Alter. Nee, ist nicht Asi von mir, weil... Nee, mach mal hier nicht Asi. Ist nicht Asi, weil das Ding ist, Leute, ich mach jetzt hier was kaputt. Rotpilz immer wieder Patrick ausstattet. Rotpilz hat jetzt 20 Sekunden Zeit, sich hier... Das Ding ist, ich bin Level 72, ich darf nicht sterben. So. Das ist nichts wert. Oh, hier ist bestimmt richtig nervig, oder? Irgendwo unten, der hat ja eine Geheimbase seit neuem, oder? Wir fetzen heute ganzen Server auseinander, mir ist egal. Naja, Spark und ich kämpfen nicht. Wir machen die Null-Tode-Regel. Max, du hast 29 Tode. Du hast 29. Ja. Ich bin für Ingame-Knast, Alter. Ingame-Knast. Ich beschädige das. Ich bin, entweder das, Ingame-Knast für 3 Tage, vorne bei Joecraft dieser Knast, oder Bann. Ich bin für beides. Wir bannen ihn einfach 3 Tage und dann muss er noch 3 Tage in dem Knast verbringen. Also 3 wirkliche Ingame-Tage. Das heißt, auch wenn 3 Real-Life-Tage vergangen sind, sind 3 Ingame-Tage noch nicht rum. Was soll ich denn sagen? Du hast angefangen. Was? Und außerdem habe ich den Mutter gar nicht gespawnt, du hast ihn selber gespawnt. Bist du eigentlich dumm, Alter? Rewe, guck mal. Ich sag dir nur eine Sache. Als wir letzte Woche gesagt haben, dieses auf Null gemacht haben, ja. Du hast gesagt, lass mich einfach in Ruhe. Was machst du 3 Tage später? Du trollst mich. Womit? Mit dieser Schneckmaschine, wo mein Minecraft abgestürzt ist. Ist echt abgestürzt? Ja. Geil. Ja, findest du aber jetzt, also, Wizard ist gleichwertig wie eine Leckmaschine, wo man nur einen Knopf wegmachen muss. Erstmal, Digga, du hast da alle Kisten aus dem Lager. Alle Kisten aus dem Lager. Es geht nicht darum, was gleichwertig ist oder was nicht. Du hast angefangen, nimm die Konsequenzen und jetzt gib mir auch meine Rüstung zurück. Nein, ich hab dich verbrannt. Das werde ich dich jagen, Digga. Ja, womit denn? Du hast doch nichts mehr. Außerdem kommst du jetzt in den Ingame-Knast oder du wirst gebannt. Das macht keinen Sinn. Ich mach da nicht mit. Ich mach bei der nicht mit. Ich wäre für Ingame-Knast. Ich auch. Ingame-Knast. Nee, ich will nicht mehr Knast. Das ist. Das ist Stalk, Max. Was sagst du, Early Boy, Projektleitung? Die Sache Early ist, Boy. man muss halt im Recht. Ja, nein, stopp, recht bist du dich. So, dass Revi bei dir Kacke gemacht hat, darüber können wir gerne diskutieren, so. Aber ja. Das Problem ist, du kannst halt nicht jemanden in Real Life, wenn der bei dir, keine Ahnung, einen Lutscher klaut, ihn dafür umbringen und sagen, es war gerechtfertigt, der auch scheiße. Ja, oh, guck mal, schau mal, Early Boy. Du musst dir vorstellen, Max. Ich will, Early Boy, die Leckmaschine hat mich nicht gejuckt. Es geht um das Prinzip, dass er die Regel gebrochen hat und ich wieder bestraft werde. Wenn ich eine Regel brechen würde, hau rein, Digga. Ich würde wahrscheinlich, ich müsste das Projekt verlassen, so. Ja, entweder das oder du gehst jetzt Knast in-game. Ehrlich jetzt. Und die ganzen, alle Leute, die jetzt gerade im Discord sind, sagen, okay. Ja. Ja. Ehrlich jetzt. Ja. Ingame-Knast. Ich geh nicht in Ingame-Knast. Du gehst Ingame-Knast. Oder bann. Wenn ihr mich einsperrt in Ingame-Knast und ich spawn bei der Kaktus-Farm in Wither, ist mega. Was hat Trimax denn jetzt damit zu tun? Das ist ja vollkommen unfair. Ja, alle sind hier gerade gegen mich. Das ist mir jetzt egal. Nein, du gehst jetzt in Ingame-Knast. Dafür ist er da. 3 Tage lang. 24 Stunden. 3 Mal. Ja, Arsch eigentlich, Digga. Nein, ja, bis zum Ende des Jahres. Du darfst erst 2020 wieder spielen. Das würde ich auch. Das freue ich mich, dass das gerade hier beschlossen wird. Nein, ganz ehrlich, eigentlich gar nicht so dumm. Das ist gar nicht so blöd. Das passt das auch. Guck mal, es ist der 27, so das Glück, dass nicht irgendwie April oder so ist. Kannst du ja auch so ein Patrick. Entweder du wirst für komplett 2019 gebannt oder für komplett 2020. So wird ein Schuh draus, schön. Traut euch, eine dieser Konsequenzen bei mir zu machen, wenn ich da rauskomme, ne? Ob aus Knast oder aus diesem Bann, ne? Ich werde euch umbringen, alle, ne? Also wenn das Bann ist, kann ich den auch sehr gerne verlängern, so ist es ja nicht. Ja, also wenn der, guck mal, das bringt ja nichts, wenn du jetzt wieder baust. Revi muss aber auch in den Knast. Nein. Sieht die Projektleitung mich auch im Gefängnis? Wenn du kurz Ingame liest, dann würde ich sagen, ja doch, du gehst auch in den Knast. Das wäre nur fair. Alter. Dann. Das ist unfair. Early Boy, Patrick in Knast, ja oder nein? Oh, ich würde ihn schon gerne im Knast sehen. So, guck, Fabo soll an den Knast gehen, weil er alles zerstört hat, was Revi in Monaten aufgebaut hat. Ja, klar. Das waren 4 Kisten, Alter. Irgendwo, Revi soll an Knast, ja oder nein? Ja. 3 Stimmen, Rumatra, Knast, ja oder nein für Patrick? Ich würde Knast sagen, ja. So, 4 Stimmen, Spark, Knast, ja oder nein für Patrick? Alles zerstört bei Revi? Nein, gleichen Band. Nein, okay, ja, Knast. Okay, überstimmt. Spark war schon mal eingeben. So, und ich bin auch für den Knast. So, da sind wir schon mal durch hier. Alles dafür. Er hat das Game gelieft. Patrick, bis Ende des Jahres Ingame-Knast. Ich komme nicht mal auf den Server. Ja, dann wirst du es halt komplett. Also, entweder du kommst auf den Server oder bist gebannt. Bis zum Ende des Jahres. Das finde ich fair. Haben wir so eine Villager-Glocke, die wir die ganze Zeit läuten können, um Schande zu sagen? Aber die Idee von Spark finde ich eigentlich auch geil. Den Spawnpunkt irgendwo bei 30 Millionen Blöcke setzen, ihn das töten und er muss zurücklaufen. Rache. Das ist eine sehr gute Rache. Dann kann er zwar die ganze Zeit spielen und muss irgendwie eine Welt reisen. Nein! Das ist sogar mehr. Content. Das ist aber gratis Content. What the fuck? Der Titel. Junge, die Welt wurde verbannt aus der Stadt und dann läufst du zurück. Das ist. Junge, wenn ich 150.000 kannst du 24-Stunden-Livestream machen, wo du nach Hause läufst. Das ist ultra nice, Petter, das magst du gerne. Wir rüsten dich sogar aus. Wir geben dir alles, was du brauchst. Wir geben dir Essen mit, wir geben dir Equipment, das wir geben reicht, dir alles. Essen. Ja.
Das reicht dafür. Zusätzlich dazu, Slowness-Effekt. So, wir verbannen ihn jetzt, komm. Was denn? Warum baust du hier so einen hässlichen Würfel? Das finde ich auf jeden Fall das ist der, das ist der Fortnite-Würfel aus Fortnite. Ja. Nee, das ist, Jungs, ihr habt echt ein Problem, Alter. Ja, aber das ist nicht satisfying für mich, Mann. Ich will, dass der im Knast, dass ich von oben auf den über den lachen kann. Hey, wie siehst du das? Das ist doch magisch, oder nicht? Alter, MyMax. Guck es dir doch mal an. Weißt du, wie viele Stunden wir hier wieder verbracht haben unter der Erde? Daraus macht ihr dann diese Kristallblöcke, ne? Genau. Und daraus machen wir den Fortnite-Würfel. Und das feiern die Leute extrem. Ja, du spielst einfach ein bisschen anders als ich. Ja. Es gibt ja keinen richtigen oder falschen Minecraft. Nee, aber ich glaube, mein Weg ist der richtige. Ich glaube, deiner ist der falsche. Ich gehe jetzt von oben in den Knast rein. Ich gehe jetzt in den Knast rein, Early Boy, nur für diese Lag-Machine-Geschichte, ne? Ja, warte, ich komm. Oh! Early Boy, saudumm, Early Boy. Aber ist egal, repariert sich von alleine. 50 Mann, Early Boy, Digga, wie lange muss ich im Knast drin bleiben? Ja, wir warten jetzt mit Patrick hier. Early Boy, wie lange muss ich drin bleiben? Wie lange muss Patrick drin bleiben? Du musst eine Ansage machen. Würde ich dafür gebannt werden? So, jetzt schon raus. Ja, du bist frei. Was? Ja, nice. So, Patrick, ich komme in 3 Tagen wieder und dann lasse ich dich raus. Clear mal sein Inventory, bitte, Bro. Clear mal sein Inventory. Clear mal sein Inventory schnell und gib's mir einfach für immer. Chillig. Ja, wir könnten ihn zwingen. Clear sein Inventory. Ja. Early Boy, guck mal, Digga, was bist du für ein Admin, Alter? Teleportier ihn da rein und clear sein Inventory. Digga, guck mal, Early Boy, das ist so inkonsequent von dir, Alter. Ich kann ihn da nicht rein teleportieren. Warum kannst du das denn nicht, Junge? Ja, weil das nicht Sinn der Sache wäre. Wenn ich jetzt irgendwie teleportiere, meinst du das dann? Digga, du bist so ein Bot, Alter. Guck mal, Digga, der macht immer weiter, Junge, mit dem Ich bin Bürgermeister, sag, ist übel fein. Ich wäre noch für doch krassere Sachen. Ich geh da nicht mehr rein. Ja, okay, dann wirst du jetzt komplett gebannt, Digga. Juckt mich auch nicht. Kriegst du 3 Tage gebannt. Doch. Nein! Lass ihn doch gebannen. Das ist doch besser als Nein, Digga, ich bin so unzufrieden damit, Alter. Digga, es geht um die Genugtuung, die ich als Opfer bekomme. Ich bin so unzufrieden. Alter, dein Haus, dass wir einfach in die Luft sprengen können. Digga, das hab ich gebaut für ihn. Ich bin extrem zufrieden. Ich hab richtig Spaß gerade. Clear Inventory von ihm, Early Boy. 2 Millionen Blöcke. Mit Spawnpoint da hinten. 2 Millionen? Setz an Spawnpoint da. Also, Patrick, wenn du. Nee, einfach weg. 2 Millionen Blöcke. Nach Hause läufst, bist du ungefähr 130 Stunden unterwegs wieder zurück. 5,4 Tage sind das. In beide Richtungen. Willst du die nicht nehmen? Was passiert? Was geschieht? Der hat mich vergiftet. Petra hat mich vergiftet. Hier, nimm die Sachen. Er hat mich vergiftet. Ich bin vergiftet. Wie geht das weg? Also das war's. Dann hast du Pech. Ja, okay, das war so. So, ich wollte sicher gehen, dass du kein Dings hast, keine Items. Ja, aber er hat ja eine Ender-Chest. Ender-Chest muss geklärt werden. Ja, Digga, dann ist ja sowieso RIP, Alter. Wir clearen sein Ender-Inventory noch dazu. Dann ist fair. Wir löschen deine Player dort. Early Boys. Nee, chill mal. Die Sachen sind wertvoll. Ich würde, wenn ich zurückkomme, die jetzt auch wieder benutzen können. Lösch deine Player dort, Early Boy. Nein. Ja, dann ab jetzt, Digga. Early Boy, kannst du deinen Spawnpoint auch da setzen? Das Problem ist, wenn sein Homebed dann obstructed ist, dann hängt er wieder hier am Spawn. Weißt du, was ich meine? Ja, richtig. Ja, aber wenn er dann stirbt, wird er ja gebannt, oder? Ah, stimmt, wenn er stirbt, wird er gebannt. Also, aber kann er ja hier gebannt sein. Weil ich so wirklich schämen sollte, ich will aber mit vollen Herzen tippiert werden. Ich habe hier 3 Herzen abgezogen bekommen. Kannst du das so einstellen, Early Boy, dass sobald er stirbt, dass er gebannt ist? Wäre ja eine Möglichkeit, weil sobald Patrick halt da hinten ist, ist er für 3 Tage gebannt, wenn er dann stirbt. Ab sofort. Weg mit dem. Weg mit dem. Komm, wir teleportieren ihn jetzt. Und wenn wir können die Admin-Rechte, um hier uns zu teleportieren, nicht random für Strafen nutzen. Das geht einfach nicht. Warum geht das denn nicht? Es ist die Aufgabe eines Admins zu bestrafen. Ja, nee, dann wird trotzdem gemeckert. Wer meckert da? Wer meckert denn da? Mein Name. Sag einen Namen, wer so einmal ist, meckert, Alter. Nenn Namen. Komm, du musst die Namen nennen. Du musst die Namen jetzt nennen. Die sind ja cool. Sag mal einen, der meckert. So, pass auf, jetzt hier ganz kurz alle in den Chat. 1, wenn Patrick wegteleportiert werden soll. 2 für Nein. Die Spieler, die gerade online sind, entscheiden jetzt. Okay, perfekt, dann haben wir es geklärt, Early Boy. Bro, guck mal, Joe Crop sagt alles. Gib dem Jungen mal irgendwie was zu essen hier. Hier, Patrick, gib dir was mit. Ein paar goldene Karotten. So, stopp, das reicht, Early Boy. Reicht schon. Weg mit dem, Alter! Verbannt ihn, komm. Das haben wir noch nie gehabt, das finde ich mega geil. Ich gebe ihm ein Brot mit. Du musst ihn einteilen, Mann. Ja, das stimmt. Der ist sogar falsch gebaut einfach. Oh! Ja, geil. Oh, Fallschaden bekommen. Aber ist okay. Alter, er ist weg. Warte. Cool, das Alter, wie chillig, jetzt einfach weg! 992.000 Blöcke! Also ist meine Z-Koordinate. Sehr geil. Sehr, sehr zufrieden, Leute. Also, das Ding ist, Pette, wenn du noch einmal stirbst, Bro, du bist gone. Du bist weg, Alter. Du bist ja, gebannt fürs neue Jahr. Ich brauch grad Equipment, damit ich nicht komplett sterbe. Gut, Leute, wir reden Trimax. Und ich bin morgen wieder da, Mann. Ich bin morgen wieder da, liebster Chat. Wir sehen uns morgen Nachmittag wieder, versprochen, ja? Vielen Dank für diesen geilen Stream. Ich bin raus, meine Gutesten. Ich bin raus. Also, wir
sehen uns morgen, Leute. Haut rein. Dankeschön für euren Support. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.